herzlich willkommen im Podcast Gelassen älter werden. Der Podcast für die dritte Lebensphase. Mit dem Generationengespann Bertram Kaspar mit 62 Jahren. Und Katharina Maria Klein mit 34 Jahren. Zusammen sind wir 96 Jahre jung. Schön, dass du dich für unseren Podcast interessierst. In dieser kleinen Folge stellen wir dir unseren Podcast vor. Wie ist die Idee zum Podcast entstanden, Bertram? Erzähl doch mal. Ja, 2019, da hatte ich so zwei Aspekte, die mich beschäftigt haben. Damals war ich übrigens 56 Jahre alt. Das eine, mein eigenes Älterwerden. Die andere Frage, was möchte ich mit meiner dritten Lebensphase anfangen? Damals wusste ich schon, dass ich mit 61 Jahren aufhören will zu arbeiten. Und im Urlaub bin ich dann darauf gekommen, mich intensiver damit zu beschäftigen, dem Älterwerden sozusagen vorausschauend ins Gesicht zu schauen. Also habe ich angefangen, viel zu lesen. In der Beschäftigung wurde mir deutlich, keiner will wirklich alt werden. Dann ist immer noch so negativ bewertet. Und gerne wollte ich mich dafür einsetzen, den Blick aufs Alter und auf das Älterwerden zu verändern. Ich selbst nenne das eine Kultur des Pro-Aging in unserer Gesellschaft. Und ich habe festgestellt, dass wir eine langlebige Gesellschaft sind. Keine Generation vorher wird im Durchschnitt so alt wie die Babyboomer heute. Also sind wir gefragt, Visionen für eine immer älter werdende Gesellschaft zu entwickeln. Wir sind Pionierinnen und Pioniere unserer dritten Lebensphase. Und mir war auch klar, ich wollte unbedingt andere Menschen daran teilhaben lassen. Also entstand die Idee, den Podcast Gelassen älter werden ins Leben zu rufen. 2023 hatte ich dann den Impuls, noch eine jüngere Frau als Mitmoderatorin in den Podcast zu holen. Und so, Katharina, sind wir beide zusammengekommen. Du bist jetzt schon seit einem Jahr dabei. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl, welche Themen können die Hörerinnen und Hörer erwarten. Mit 26 Jahren hatte ich meinen beruflichen Kaltstart im Bereich Sucht im Alter. Seitdem hat mich das Thema Älterwerden gepackt. Geprägt durch mein Studium der Gesundheitsförderung blicke ich also immer auf die Aspekte Gesunderhaltung und Lebensqualität, wenn es ums Älterwerden geht. Als junger Mensch habe ich dann früh erfahren, dass Älterwerden nicht nur schwarz oder weiß, sondern ganz schön bunt sein kann. Da ist immer von allem etwas dabei. Auch schöne Seiten, jedoch auch viele Herausforderungen und Krisenpunkte. Mit dem Podcast greifen wir Themen auf, die alle Facetten des Älterwerdens aufzeigen. Um nur ein paar Beispiele gerade zu nennen, wir sprechen über Freundschaft und Liebe, über Ziele und Vorbilder, über den Übergang vom Berufsleben in die dritte Lebensphase und über Arbeit und Alter, sowie auch über Vergänglichkeit, Tod und Sterben, über Gesundheit und Krankheit und auch über Verantwortung, Gestaltung der Zukunft und Ideen für ein gelingendes Älterwerden. Bertram, du gehörst ja letztlich auch zu unserer Zielgruppe. Was hast du denn schon aus dem Podcast für dich mitnehmen können und welche Gäste haben dich besonders beeindruckt? Ja, bei mir war das so, dass ich erstmal mich total gefreut habe, wie bereit die Menschen sind, über das Thema mit uns zu sprechen. Und dazu gehören prominentere Personen oder auch einfach nur Menschen wie du und ich. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Lebensphase Alter erforschen. Autorinnen und Autoren, die Bücher rund um das Älterwerden schreiben. Paare, die schon mehr als 30 Jahre glücklich zusammenleben. Philosophinnen und Philosophen, die dem Sinn des Lebens und des Älterwerdens auf der Spur sind. Besonders aber haben mich Gespräche beeindruckt, in denen wir offen über die leichten und schwierigen Themen gesprochen haben, in denen wir Zeit hatten, dass sich unsere Gedanken im wechselseitigen Dialog entwickeln konnten. Und mir fallen folgende Aspekte ein, die Chancen der verbleibenden Jahre zu erkennen und zu ergreifen, also zu sehen, was noch alles möglich ist. Zeit mit den Enkeln, Zeit für Freundschaften, Zeit für ehrenamtliches Engagement, Zeit für die Verwirklichung des einen oder anderen kleinen oder großen Traums. Doch auch die Vergänglichkeit annehmen, das Loslassen der Jugend, das Akzeptieren der körperlichen Veränderung, also einfach das Älterwerden als eine Phase im Leben zu begreifen, die dazugehört, die Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen bietet. Was wünschen wir uns denn, sollen unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, Katharina? Mit
unserem Podcast wollen wir dich dort draußen inspirieren, informieren, neugierig machen und ganz besonders ermutigen, dich proaktiv mit dem eigenen Älterwerden zu beschäftigen und die dritte Lebensphase nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig wollen wir das generationsübergreifende Miteinander stärken und das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir nur gemeinsam eine positive Zukunft gestalten können. Den Podcast kannst du übrigens überall hören, wo es Podcasts gibt. Um keine Episode zu verpassen, abonniere uns doch einfach kostenfrei. Wenn du Kommentare und Rückmeldungen für uns hast oder Vorschläge für Themen oder Gäste, freuen wir uns. Und der Podcast hat eine eigene Homepage, www.gelassen-älter-werden.de. Dort gibt es ein umfangreiches Magazin zum Thema gelassen älter werden. Und jetzt viel Spaß dir beim Zuhören und Inspirieren lassen.